Nein, nein, das geht nicht. Ich halte es wirklich mit der nicht länger aus. Oh, Cleo, stell dich nicht so an. Nee, ehrlich, Kathi. Ich bin so froh, dass wir diesen Ausritt allein machen können und nicht wieder mit ihr rumhängen müssen. Du musst selbst zugeben, diese Caroline ist komplett talentfrei. Das solltest du mal lieber nicht so laut sagen. Da werden ihre Fans bestimmt ganz schön sauer. So habe ich das nicht gemeint. Ob Caroline eine gute Schauspielerin ist, weiß ich nicht. Ich habe diese komische Serie Schatten wahrer Liebe noch nie gesehen. Aber von Pferden hat sie wirklich überhaupt keine Ahnung. Deshalb ist sie ja hier, damit wir es ihr beibringen. Aber das ist unmöglich. Sie wird es nie lernen. Weißt du, was sie gestern gemacht hat? Sie ist mit einem feuerroten Kleid, einem wagenradgroßen Hut und Stöckelschuhen in die Reithalle gekommen. Mein armer Dave hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Nicht wahr, Davy? Ja, Paps hat's mir schon erzählt. Da wäre ich zu gern dabei gewesen. Es war nicht lustig. Es war gefährlich. Caroline ist eine absolute Fehlbesetzung. Wie soll sie in diesem Film eine Pferdepflegerin spielen, wenn sie nicht kapiert, dass Pferde Fluchttiere sind? Ich verstehe nicht, wie sie diese Rolle überhaupt bekommen hat. Also, das verstehe ich auch nicht. Diesem Mädchen geht es doch immer nur darum, im Mittelpunkt zu stehen. Sie wird uns noch alle ins Unglück stürzen. Ach, Quatsch, Cleo. Rudi Smolarek wird das schon hinbiegen. Alle sagen, er wäre ein wirklich guter Regisseur. Hoffentlich. Sonst wird das ein grässlicher Film. So schlimm, wie Cleo es darstellte, war es nun wirklich nicht. Im Gegenteil, Kathi fand es spannend, dass in der Nähe des Fasanenhofs ein Fernsehfilm gedreht wurde und dass der bekannte Regisseur Rudi Smolarek ausgerechnet ihren Vater gebeten hatte, ihm mit den Pferdeszenen im Film zu helfen, empfand sie als Ehre. Ja, zugegeben, die junge Schauspielerin Caroline Fonda war vielleicht nicht die beste Wahl. Sie hatte echt kein Talent im Umgang mit Tieren, aber immerhin kamen Kathi und Cleo ein Taschengeld dafür, dass sie Caroline beibrachten, wie man korrekt mit Pferden umgeht. Wahrlich kein schlechter Ferienjob. So, Azzurro, wir sind wieder zu Hause. Jetzt darfst du auf die Koppel. Und los! Du auch, Dave. Na lauf! Kathi? Kathi! Oh nein! Jetzt auch noch Nina. Das wird ja immer schlimmer. Komm, wir verschwinden. Kathi! Hey, bleib stehen! Schließlich bin ich Einstellerin auf diesem Hof. Ich zahle Geld. Ich habe hier Rechte. Du meinst, dein Vater zahlt Geld. Was ist denn, Nina? Ich will ja nur wissen, ist das da Caroline Fonda? Aus Schatten wahrer Liebe? Ja, ist sie. Aber lass sie bitte in Ruhe. Selbstverständlich lasse ich sie in Ruhe. Ich wollte es ja nur wissen. Selbstverständlich war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Nina Rabatz, die nervigste aller Einstellerinnen auf dem Fasanenhof, kein Riesenfass aufmachte, wenn sie dort eine Schauspielerin entdeckte. Aber dass in der Nähe von Flintrup ein Film gedreht wurde, war schon einige Wochen bekannt. Und mittlerweile galt es überall als total uncool, viel Aufhebens, um die Filmleute zu machen. Nur deshalb hielt sich Nina zurück. Doch plötzlich drehte sie sich verdattert zu Kathi um. Aber was macht Caroline denn da? Das wird wieder schief gehen. Och nein. Warte, Caroline. Nein. Während die Mädchen mit Nina sprachen, war Caroline zum anderen Ende der Koppel geschlendert. Dort warf sie jetzt ungelenk einige Karotten in hohem Bogen zu Azzurro und Dev hinüber. Ungefähr so, wie man einem Hund ein Fleischbröckchen zuwirft. Das allein war zwar merkwürdig, aber nicht weiter schlimm. Was aber zur Katastrophe führte, war, dass Carolines kleiner, überdrehter Mischlingsterrier Wimmo die Geste missverstand und durchstartete, um sich die Leckerbissen zu holen. Wimmo, ein circa 30 cm hohes, weißes Fellbüschel, raste jetzt also auf Azzurro zu, der gerade sein Maul nach der Möhre ausstreckte. Das konnte nicht gut gehen. Er hat ihn gebissen! Das rote Pferd hat Wimmo gebissen! Nein, hat er nicht. Dein Wimmo hat sich nur erschreckt, als er Azzurro plötzlich so dicht vor sich gesehen hat.
Wimmo, mein armer Kleiner. Komm zu Mama. Caroline, du musst mit deinem Hund wirklich vorsichtiger sein. Nicht alle Pferde sind so nett wie Azuro. Und wenn Wimmo hier so aufgeregt herumrennt, kann es schon sein, dass eines der Pferde sich erschreckt und nach ihm tritt. Aber er hört einfach nicht. Weil du ihn einfach nicht erziehst. Hm? Oh, was für ein süßer Hund. Hallo, Caroline. Nina Rabatz, ich bin ein Riesenfan von dir. Ich lasse mir keine Folge Schatten wahrer Liebe entgehen. Oh, danke. Und jetzt lerne ich dich persönlich kennen. Was für eine Ehre. Was machst du hier, wenn ich fragen darf, auf unserem kleinen bescheidenen Reiterhof? Unserem Reiterhof? Ich bin hier, um an meiner neuen Rolle zu feilen. Ich spiele eine Pferdepflegerin in dem neuen Film von Rudi Smolarek. Nein! Du hast eine Rolle in dem Film von Smolarek? Naja, es ist wieder nur eine kleine Rolle. Und es läuft nicht so toll, oder? Nein? Wieso denn nicht? Ich kenne mich mit Pferden nicht so gut aus und Smolarek... Ach, er hat wohl Zweifel... An dir? Aber du hast doch so viele Fans. Schon allein deshalb braucht Smolarek dich. Alle werden allein deinetwegen den Film anschauen. Meinst du? Klar. Ich gucke Schatten wahrer Liebe doch auch nur deinetwegen. Ehrlich? Wie süß. Möchtest du vielleicht ein Autogramm? Wäre das möglich? Ja, komm mit. Ich habe welche in meinem Wohnwagen da hinten. Das ist ja cool. Ohne sich noch einmal umzudrehen, schlenderten die beiden Blondinen zu Carolins Wohnwagen, den die Filmcrew für einige Tage auf dem Fasanenhof abgestellt hatte. Kathi sah ihnen unsicher nach. Eigentlich wollten sie doch jetzt üben. Als Kathi sich dann zu ihrer Cousine Cleo umdrehte, sah diese sie mit verschränkten Armen streng an. Nicht nur talentfrei, sondern auch noch faul. Wir sollten einfach streiken und ihr gar nicht mehr helfen. Ach, nur weil sie mal eine Pause macht? Das ist doch Unsinn. Außerdem, mein Paps hat diesen Filmleuten versprochen, dass er ihnen in allen Sachen, die Pferde betreffen, hilft. Also... Ich hoffe, er wird gut dafür bezahlt. Mein Assistent, Jem, hat bereits alles mit Ihnen besprochen? Ja. Jem sagte, Sie bräuchten eine Pferdeherde, die hier an diesem Hang vor dem Schloss grast. Im Drehbuch gibt es eine Verfolgungsjagd, dabei wird die Herde unruhig und stürmt davon. Ja, und unser Held kann sich gerade noch retten. Herrlich. Die große Weide und darüber thront das alte Herrenhaus mit seinen Gärten. Das werden sehr schöne Bilder. Ja, das sagte auch Jem. Da hier auf dem Schlossgelände normalerweise keine Pferde leben, musste ich ein paar Veränderungen vornehmen. Sehen Sie, da vorn haben meine Mitarbeiter und ich einen kleinen Zaun gebaut, damit die Pferde nicht die ganze Gartenanlage zertreten. Wir haben den Zaun verdeckt, sodass man ihn kaum sieht. Das haben Sie perfekt hingekriegt. Vielen Dank. Und wo genau wird dann die Kamera während des Drehs stehen? Wir werden mehrere Kameras im Einsatz haben. Einer meiner Leute wird genau dort bei der Birke drehen. Aha. Das ist unsere Totale. Dann haben wir unten Kameraleute stehen und ein Mann wird, wenn die Tiere losstürmen, begeistert direkt in der Herde stehen. Das werden dramatische Bilder. Ich will die wachsende Aufregung der Pferde mit der Verfolgungsjagd gegenschneiden. Jemand wird inmitten der Herde stehen? Ja, wir brauchen die Pferdegesichter close. Der Zuschauer soll hautnah dabei sein. Tut mir leid, Herr Smolarek, das ist zu gefährlich. Aber es sich einer galoppierenden Pferdeherde entgegenzustellen, ist Selbstmord. Wieso? Pferde sind doch freundliche Tiere. Ich habe sogar gehört, wenn Ihr Reiter stürzt, versuchen die Pferde alles, um nicht auf ihn zu treten. Das ist zwar richtig, aber wenn die Pferde in einer Herde sind, schließen sie sich zu einem engen Verband zusammen. Körper an Körper, Kopf an Schweif. So schützt ein Pferd das andere vor Angreifern. Die Tiere haben dann aber keine Möglichkeit mehr auszuweichen, verstehen Sie? Selbst wenn sie ihren Kameramann sehen, sie werden nicht rechtzeitig stoppen können. Oh! Und wenn der Mann erstmal auf dem Boden liegt... Es tut mir leid, aber... Nein, Sie haben ja recht. Genau deshalb habe ich Sie als Berater engagiert. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Tja. Jem hatte ohnehin ein paar Ideen. Vielleicht könnten Sie ja Kameras an den Bäumen auf der Weide befestigen.
Im Ernstfall würde dann nur eine Kamera zu Bruch gehen. Eine fantastische Idee. Lassen Sie mich kurz ein paar Fotos von den Bäumen machen, dann fahren wir zurück. Den Rest besprechen wir heute Abend zusammen mit Jem, okay? Ich kann.